Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben kurz ein paar Infos für euch natürlich, was ihr wieder schon alle wisst, aber was ich dann nochmal zusammenfassen wollte, denn ihr kennt ja die legendäre Abendstunde, die stattfand in letzter Zeit dann immer von 18 bis 19 Uhr, wo es eben vermehrt 5er Raids gab, beziehungsweise an jeder Arena ein 5er Raid aufgegangen ist. Und bei der allerletzten Abendstunde, die aufgetreten ist, da ging es ja nicht nur um 5er Raids, da konnten ja allgemein von Stern 1 bis, also von 1 Sterne Raids bis 5 Sterne Raids alles querbeet auftauchen. Jetzt ist es aber so, für den Juni wurde direkt angekündigt, jede Woche gibt es eine legendäre Raid-Stunde eben mit 5er Raids, dass ihr wirklich jeden Mittwoch 18 bis 19 Uhr die Stunde nutzen könnt, euch zusammenzuraffen, zusammenzuhorten und da eine Stunde lang raiden könnt. Das ist natürlich genial, jetzt ist ja auch Cresselia immer noch da, was ihr als Shiny haben könnt, aber selbst nach Cresselia, wisst ihr ja, folgt dann Kyogre. Kyogre könnt ihr dann also auch als Shiny erwerben und Kyogre immer noch nützliches Pokémon, bester Wasserangreifer im Spiel. Die Daten sind auch bekannt, also immer von 18 bis 19 Uhr. Am 5. und am 12. Juni, also diese zwei Wochen, das ist ja schon morgen, immer Mittwoch, genau. Morgen am Mittwoch geht's also schon los, am 5. Juni von 18 bis 19 Uhr Cresselia an jeder Arena. Dann am 12. Juni, die Woche darauf am Mittwoch wieder Cresselia an jeder Arena. Könnt ihr mitnehmen, wer noch keinen Shiny hat. Und die letzten zwei Wochen gibt es dann also Kyogre, das Seegründler-Pokémon steht hier, von am 19. und am 26. Juni. Also der Juni komplett ausgebucht, vollgestopft. Zweimal Cresselia, zweimal Kyogre. Könnt ihr mitnehmen. Cresselia eigentlich uninteressant, bis auf das Shiny. Kyogre müsst ihr auf jeden Fall zuschlagen und das mitnehmen. Vielleicht geht das ja im Juli auch so weiter. Dann kann man das Ganze nochmal mit Groudon machen und bei Groudon auch noch zweimal zuschlagen. Wäre auf jeden Fall richtig genial. Hau ich heute noch raus, weil das ist ja morgen schon soweit. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Den X-Raid wollte ich ja eigentlich auch noch hochladen und mal zeigen, der gestern war. Aber den mache ich dann einfach irgendwann in der Woche oder am Mittwoch. Aber Mittwoch ist ja eigentlich wieder Raid am Mittwoch. Und dann ist aber schon wieder die Stunde. Man weiß, man kommt überhaupt nicht hinterher, weiß gar nicht, was man alles machen soll. Aber abgesehen davon sind jetzt auch die Feldforschungsaufgaben bekannt, beziehungsweise wurden geleakt oder hat Kralz da wieder in diesem Data Mine gefunden. Und das hat uns die Go Games Seite gezeigt. Da haben sie nämlich einen kleinen Artikel wieder veröffentlicht, neue Feldforschungen, denn das ist ganz interessant, denn heute Abend, 22 Uhr, geht es ja los mit der Abenteuerwoche, wo ihr eben auch Shiny Onyx, Shiny Kleinstein wieder vermehrt bekommt, Ammonitas, Liljeb, Anorith, Stolunia zählt auch dazu, Kabuto, also diese ganzen Gesteins-Pokémon, richtig genial, könnt ihr euch alles abgreifen. Und jetzt wurden ein paar Aufgaben gefunden, unter anderem fange X Stolunior, X steht also für irgendeine beliebige Zahl, so und so viel Stolunior muss man fangen, oder entwickle ein Liljeb oder Anorith, ist auch eine Aufgabe, brüte so und so viel Eier aus, ihr sollt ja viel rumlaufen, die Gegend erforschen, viel in Bewegung sein, drehe so und so viel Pokestops, die du noch nicht besucht hast, drehe 25 Pokestops, das können auch welche sein, die ihr also schon kennt und die nicht neu sind, verdiene X Bonbons durch das Spazieren mit deinem Kumpel und fange X Ammonitas oder Kabuto. Und das ist sowieso gut, man sollte ja sowieso alle Pokémon, die shiny sein können, immer eintüten und auch bei dem Event, vielleicht hat man dann noch ein paar, die man auch fangen kann, tauschen kann später oder so weiter, ne, und so weiter. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Heute Abend geht's also los. Dann sind die Quests auch alle da und ihr solltet sowieso sehen, dass ihr eure 50 Kilometer für die Woche voll kriegt. Da könnt ihr jetzt ja schon mal dran arbeiten. Denn ihr wisst, nächsten Monat gibt es dann als Belohnung 50.000 Sternenstaub und 15 Sonderbonbons, glaube ich, oder 25. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das lohnt sich. Wer da nicht so viel raidet und nicht so viel spielt, lauft lieber einfach, bewegt euren Arsch und holt euch diese 50.000 Sternenstaub wenigstens ab. Das ist genial. Vielleicht werden die auch von dem Sternstück noch geboostet. Dann habt ihr ja nochmal 25.000 dazu, also 75.000 Sternenstaub. Da will ich meine Hand aber nicht für ins Feuer legen, könnte ich mir aber denken, weil warum auch nicht, wer das clever einsetzt, kann das ja bei solchen Sachen immer mal nutzen. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus, das ist eine kleine Infofolge für heute, damit ihr wisst, heute Abend
geht's los. Heute könnt ihr schon reinschlotzen und morgen dann eben schon die legendäre Raid-Stunde mit Cresselia. Nehmt da auch alles mit, wer noch keinen Shiny hat. Ich habe immer noch keins auf meinem großen Account. Bin da immer noch am Gucken, am Machen, am Jagen, aber ich hänge mich da auch nicht so krass rein. Ich mache also 2 Raids am Tag, dann reicht mir das, dass ich die anderen Accounts alle durchziehen kann. Die haben schon genug eigentlich. Ich mache 2 auf dem großen und vielleicht wird es ja in der Raid-Stunde mehr, mal sehen. Aber das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.